Ich bin Annette Renneberg und ich spiele seit 1999 die Elettra in diesen Verfilmungen von Kommissario Brunetti nach Donna Leon. Er vergewaltigt Manuela, versucht sie zu töten. Und als er erfährt, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat, ist er auch noch so dreist, für ihre Großmutter zu arbeiten? Im Fall 25, ewige Jugend, geht es um die Geschichte einer Tragödie, einer Familientragödie, die sich vor vielen Jahren ereignet hat und bei der ein vielversprechendes junges Mädchen zu Schaden gekommen ist. Wer ist das? Das ist eine lange Geschichte. Sie hat schöne Haare. Erzählst du sie mir, die lange Geschichte? In Teil 25 gibt es ein Highland und da befinden wir uns gerade, nämlich einen Reiterhof. Und das ist schon sehr besonders, weil Brunetti und Elettra erst das zweite Mal zusammen die Questura oder den Kern von Venedig verlassen. Das eine Mal war 2006. Für Dreharbeiten sind wir nach Verona gefahren und jetzt eben hier auf dieses wunderschöne Gelände zu diesem Reiterhof. Sie sieht so glücklich aus. Also Elettra ist eine für mich sehr faszinierende Person. Und dann gibt es auch eine große Parallele zu mir persönlich, weil ich sehr blumenaffin bin und Elettra ist das auch. Das heißt, es spielt ja in den Romanen eigentlich noch viel mehr eine große Rolle. Aber ich versuche auch immer da dran zu bleiben, dass es auch in den Filmen nicht zu kurz kommt, dass die Kostüme, die Elettra trägt und die Blumen, die sie dekoriert oder die in ihrem Büro vielfach aufzufinden sind, farblich ein bisschen abgestimmt sind. Das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Und was sind das für Blumen? Petunien. Ich fände es toll, wenn Elettra öfter mal auch Venedig verlassen darf. Das wäre großartig. Also generell, ich würde den Kommissario gerne überall hin begleiten.